Damit grüße ich wieder hier bei The Longer Journey. In der letzten Folge am Ende haben wir hier den alten Hüter, den Adrian hieß er, glaube ich, befreit. Jetzt müssen wir schauen, wie wir irgendwie wieder ins Reich des Hüters kommen, dass wir ihn zurücksetzen auf seinem Thron. Das heißt, wir nutzen hier mal den rechten Ausgang, schauen, was hier ist. Eine Wache. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Hier rein. Also in das Sicherheitsbüro. Also ich verstehe, warum im Ruhebereich nur einer sein kann, warum nicht mehr sein können, aber egal, schick mir wieder an die Arbeit. Bestätige den Befehl, Zentrale. Beziehe Position. Warum auch Dienst freigeben im Ruhebereich steht, aber egal. So, wir müssen zur Luft in, von der Luftschleuse abziehen. Mache Pause. Ende. Das heißt, wir können jetzt hier wieder nach hinten in den Zellenblock. Wir haben ja gesehen auf der Karte, dass der Wächter ein bisschen weiter vorne steht. Adrian. Steht uns der echte Weg rum? Na gut, er steht eben hier weiter vorne. Das heißt, wir können hinten ihm einfach vorbeigehen und hier zur Luftschleuse. Damit wir ihm irgendwann kommen können und zum Portal. Das Portal ist ja nicht hier auf der Station, sondern ein bisschen abseits. Die schnellsten sind die beiden. Eindeutig. Soweit ich verstehe, liegt das Portal zum Reich der Hüter, ein Wurmloch oder so, irgendwo außerhalb der Station. Nicht weit von dieser Metallkiste. Nicht weit. Ich kann es spüren, es ruft mich. Vielleicht eine Tagesreise zu Fuß. Glaub mir, wir werden viel schneller sein. Bleib hier, während ich alles vorbereite. Geh auf gar keinen Fall weg, hörst du? Ich bleibe hier. Ich gehe nirgendwo hin. Dieser Ort macht mir Angst. Genau, weil wir entkommen. Ach hier, indem wir die gelbe Taste drücken. Mehr oder weniger. Und mit der gelben Taste öffnen wir hier nichts. Kapsel starten. Ja, ich habe nichts gesagt. Kapsel laden. Die brauchen wir. Rote Taste. Haben nämlich hier diese Raumanzüge. Eine Ein-Mann-Kapsel. Sie wird benutzt, um außerhalb der Station Wartungsarbeiten durchzuführen. In der Schule haben wir ähnliche Kapseln zum Spaß in Simulationen benutzt. Sauerstofffilter? Verdammt, der Filter fehlt. Das heißt, wir müssen irgendwo hier einen Sauerstofffilter jetzt bekommen. Das heißt, wir gehen wieder zurück ins Sicherheitsbüro. Die Laufwege werden einfach nicht kürzer in dem Spiel hier. Gehen wieder am Plan für die Überwachungsanlage, geben den wieder dienstfrei. Bestätige den Befehl, Zentrale. Beziehe Position. Ende. Schicken den vom Frachtraum dafür weg. Zentrale. Mache Pause. Ende. Und im Frachtraum werden wir hoffentlich irgendwo Ersatzteile finden für den Raumanzug. Beziehungsweise die Einmannkapsel. Im Frachtraum geht es hier über den linken Flur. Sieht man schon. Sonst würde die Wache eben hier vor der Tür stehen. Ganz einfach. Darum müssen wir sie wegschicken. Oh, da
Da hätten wir schon Kisten. Irgendwo hier drin wird es schon sein. 202.1. Die Inventardatenbank. Darin sind alle Teile gespeichert, die im Frachtraum gelagert werden. Dann? Ich starte eine Schnellsuche nach dem Sauerstofffilter, den ich brauche. Kapseln, Ersatzteile, Sauerstofffilter. Na endlich! Sie haben jede Menge davon auf Lager. Im Bereich L10.9. L10.9. Ja, wo ist L10.9? Ich starte eine Schnellsuche. Ach, das hatten wir schon. Kapseln. Schauen wir mal die Kisten. G43R190. Du lieber Himmel, das dauert ja ewig. Das da oben ist T11 und da unten ist V413. Voll froh sind, dass nicht alles voll ist hier. Sind ja eh relativ leer. C34, 102 und 103, D99, 1 bis 4 und E20, 19. Ja, ich bin ja jetzt schon wieder vergessen, was wir suchen. Aber April merkt sich das schon. Q45, 30, 31 und 33. Ach ja, L10-9 war es, glaube ich. Was ist wohl mit der 32 passiert? Dann L9-3, L9-4 und L10-8. Oh, paar Kisten haben wir noch. Dann haben wir es hoffentlich gefunden. G42-1 bis... Die ganze Reihe scheint zur G42-Serie zu gehören. G98-10, 13 und L10-10, 11 und 12. Ja, 8, 10, 11, 12. G1489 Ach, da ist es. 102. Sehr schön, wir haben es gefunden. L10-9. L10-9, das muss es sein. Dann öffnen wir mal die Kiste und da haben wir unser Sauerstofffilter. Wir gehen jetzt wieder zurück ins Sicherheitsbüro. Ja, sie läuft eh. Man sieht sie noch nicht hinter der Kiste. Hat mir sie irgendwo hängen geblieben schon wieder. So wie damals an Adrian. Ich weiß nicht, warum wir im Sicherheitsbüro immer die Tür öffnen müssen, warum man da nicht auch einfach reingehen kann, so wie es hier zum Beispiel ist, aber wird sicher einen Grund haben. So, den schicken wir wieder an die Arbeit. Befehlzentrale, beziehe Position. Ende. Der geht wieder weg. Zentrale, mache Pause. Ende. So, dann geht's jetzt wieder rüber. In die Luftschleuse. Bauen den Sauerstofffilter ein und dann fliegen wir los. So, wir sind hier ist der Luftfilter, also Sauerstofffilter. Den packen wir jetzt hier rein. Und alles klar, das heißt Starttaste. Steig in diese Maschine. Was ist das? Eine Kapsel mit einem besonderen Raumanzug. Ach, du kannst ja nicht wissen, wovon ich rede. Jedenfalls wird es dich schützen, wenn wir durch das Portal reisen. Das ist das Wichtigste. Wie kann ich es benutzen? Du brauchst nichts zu tun. Ich werde direkt nach dir starten. Und wenn ich dich eingeholt habe, reisen wir gemeinsam durch das Portal. Ich verstehe. Eines noch, April. Wenn wir in das Reich des Hüters kommen, werden wir vielleicht getrennt. Ich muss dich warnen. Wovor? Vor den drei Prüfungen, die du bestehen musst, bevor du zum Brunnen der Schöpfung kommst. Noch mehr Prüfungen? Ich dachte jetzt, wo ich die Scheibe habe... Die Scheibe ist nur der Schlüssel,
und der Ersatz für die Scheibe, die ich zerbrach, als ich den Turm verließ. Du musst dem Gleichgewicht noch beweisen, dass du würdig bist, 1000 Jahre lang die Verantwortung des Hüteamtes zu übernehmen. Okay. Sag, wie laufen die 3 Prüfungen ab? Die erste Prüfung ist die der Macht. Vernichte einen mächtigen Gegner mit Hilfe deiner magischen und kriegerischen Begabung. Na toll, ich habe weder eine magische noch eine kriegerische Begabung. Und die zweite Prüfung? Die zweite Prüfung ist die des Geistes. Du musst dich deiner größten Furcht, der Dunkelheit in deinem Herzen, stellen, um weiterzukommen. Spinnen? Vielleicht kennst du deine größte Furcht noch gar nicht, April. Sie ist in deinem Herzen verschlossen. Die dritte Prüfung ist die der Materie. Um zum Brunnen der Schöpfung zu gelangen, musst du mit allen Mitteln eine schier unüberwindliche Barriere hinter dir lassen. Die dritte Prüfung klingt noch am einfachsten. Und war's das? Wenn ich alle 3 Prüfungen bestehe, bin ich durch? Ja, wie ich schon sagte, besteht die Möglichkeit, dass ich nicht bei dir sein kann. In dem Fall musst du dich auf dem Weg zum Turm machen. Gut, ich hab's verstanden. Aber jetzt sollten wir uns beeilen, bevor uns jemand findet. Steig in die Kapsel und mach dir keine Sorgen. Ich bin direkt hinter dir. Was mir da nur auffällt, wenn die Scheibe, die wir jetzt haben, die Ersatzscheibe ist, und ich nehme ja nicht an, dass die Völker nochmal so einen komischen Stein bekommen haben, was ist, wenn die Scheibe jetzt wieder kaputt ist? Was ist mit dem Hüter? Naja. 1000 Jahre ist ja dann wieder Ruhe. Was ich gut finde, der Anzug ist nicht kaputt, der funktioniert. Neuen Anstrich könnten die Anzüge auch mal gebrauchen. Ja, der Adrian macht es uns nicht gerade leicht, dass wir ihn einholen. Also, wir wissen jetzt, wir werden verfolgt. Wir sind jetzt in Kapitel 13, The Longest Journey, oder die längste Reise. So, hier sieht es also sehr hübsch aus im Reich des Hüters. Im Reich des Hüters? Ach, was ist denn heute los? Hallo? Ist da jemand? Verglichen mit diesem Ort war Arcadia regelrecht normal. Blauer Sand, sowas habe ich außer bei Picasso noch nie gesehen. Gut, schauen wir uns mal um. Ich kann mich nicht an die Landung erinnern. Ich erinnere mich an das Wurmloch, die Dimensionsreise, dann das hier. Die Kapsel ist ziemlich zerdellt. Ich glaube kaum, dass man sie nochmal benutzen kann. Ja, die waren vorher auch schon nicht im besten Zustand. So, ich habe den das Turm. Das muss der Turm des Hüters sein. Er ist entweder sehr klein oder sehr weit weg. Bestimmt ist da keine Sparversion. Also steht mir wohl ein langer Marsch bevor. So ist es. Und auch deine 3 Prüfungen. Vergiss die nicht. Das heißt, wir gehen mal in die Wüste und stellen uns unseren Prüfungen. Oh, da ist die zweite Kapsel. Da ist die zweite Kapsel. Aber ich kann nichts sehen. Adrian! Er ist nicht hier.
Also hat er die Landung überlebt. Aber wo ist er? Vielleicht ist er auch von dem in der dritten Kapsel entführt worden. Aber das haben sie anscheinend nicht mitbekommen. Der Turm wirkt näher als vorher. Also komme ich voran. Wenn auch sehr langsam. Und ich sage, wir gehen mal weiter zum Turm. Jetzt erwarten ja noch immer unsere drei Prüfungen. Wenn wir jetzt ein Video haben, dürfte gleich die erste anstehen. Ach, unser Freund des Chaos. Als eben. Ich dachte, es könnte Arcadia nicht verlassen. Ich kann nicht glauben, dass es mir den ganzen Weg hierher gefolgt ist. Es hängt an dir, da. Das Ding ist gewachsen, seit ich es zum letzten Mal gesehen habe. Wenn es nicht bald aufhört, wird es auch alles verschlingen. Wir müssen es ja mit unseren magischen, kriegerischen Fähigkeiten besiegen. Und das einzige Magische, was wir haben, ist das hier. Das heißt... Der Talisman scheint nicht besonders auf den Strudel zu wirken. Vielleicht ist seine Magie nicht stark genug. Die Idee war schon mal nicht schlecht. Das ist der einzige Grund, warum wir den Magiebindetrank noch haben. Ist eben zum Magie verstärken oder so ähnlich. Jetzt klappt's. Jetzt bindet unser Talisman das Chaos, wo wir ja gehört haben, dass es die chaotische Hälfte, bzw. die Seele von Gordon, glaube ich, war es. Da uns Gordon ja auch in seiner Logikform, also in seiner Menschenform gefolgt ist, ist es auch klar, warum es der gefolgt ist. Wenn ich Flügel hätte, könnte ich rüberfliegen. Da ich keine habe, muss ich wohl zurück in die Wüste und einen anderen Weg um den Abgrund suchen. So ist es, April. So, und damit haben wir Prüfung 1 bestanden. Jetzt sind wir schon in Prüfung 2 gelandet. Was ist das? Es sieht aus wie... Zuhause. Es ist mein Zuhause. Nein, es ist eine... Projektion. Aber es ist wirklich unsere Küche. Genauso sah sie aus, als ich 8 oder 9 Jahre alt war. Oh nein, was geschieht mit mir? Was ist... Wer ist da... Jetzt wissen wir auch, dass April eigentlich blonde Haare hat. Komm her, Schätzchen. Ich habe etwas Besonderes für dich. Vater? Papa, bist du das? Ruhig, Schätzchen. Na komm her. Papa hat etwas für dich. Bitte, Papa, tu mir nicht weh. Habe ich nicht gesagt, du sollst herkommen? Na komm sofort her. Oder ich werde... Papa möchte dir etwas geben, Schätzchen. Na komm schon. Wir haben ja schon gehört, dass ihr Vater nicht der beste Vater war für sie. Unsere Küche. Hier kocht Mama und wäscht ab. Papa sieht so gruselig aus. Sprech mal mit ihm. Komm zu Papa, Kleines. Komm zu Papa. Und alles wird ruhig, ganz ruhig. Ja, wir erinnern uns ja noch, was sie über den Ring gesagt hat. Das war das einzige Mal, dass ihr Vater... an sie bzw. ihren Geburtstag gedacht hat. Und das heißt, wir zeigen ihm den Ring. Bitte, Papa, du wirst mir doch nicht wehtun. Du bist kein schlechter Mensch, wirklich nicht. Bitte nicht. Ich bin nicht dein Papa. Ich bin nicht dein Papa. Du bist in unser Leben eingedrungen und hast uns zerstört. Du hast uns nur ausgenutzt, du grässliches, kleines Biest. Aber, Papa, du hast mir das hier gegeben. Du hast mir das hier gegeben, Papa. Du hast dich gesorgt. Du liebst mich doch. Du kannst es nur nicht so zeigen. Nein, du hast uns zerstört. Wir waren eine Familie und du... Himmel, vergib mir. Was habe ich getan? Was habe ich dir nur angetan? Du hast gar nichts getan, Papa. Es war nicht deine Schuld, dass ich verletzt wurde. Ich hatte getrunken. Und ich...
Sie war so wunderschön, meine kleine April. Du warst so wunderschön. Weißt du, wir wollten dir ein Zuhause geben. Wir wollten für dich sein, was deine leiblichen Eltern nicht sein konnten. Nämlich eine Familie. In der Nacht, als wir dich zu uns brachten, ich hatte mit Freunden ein bisschen getrunken. Ich fühlte mich etwas schwindlig. Und dann sagte deine Mutter, nimm sie, halt deine kleine Tochter in den Armen. Und ich nahm dich und hielt dich fest. Und du schautest mich mit solch strahlenden, erstaunten Augen an, als wenn du das erste Mal so jemanden wie mich gesehen hättest. Ich verliebte mich sofort in dich, mein kleiner Schatz. Du warst so wunderschön und du lächeltest mich an. Und dann, ja, ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber ich machte einen Schritt vorwärts und bin gestolpert. Du bist auf dem Boden gefallen, aber du hast nicht geschrien, nicht einmal gewimmert. Dann sagten uns die Ärzte, dass du nie würdest laufen können. Oh, mein Kind, ich konnte die Schuld nicht ertragen. Ich wurde zum Monster. Ich dachte, dir weh zu tun, wäre der einzige Weg, um mit meiner Schuld klarzukommen. Als du anfingst zu laufen und es immer besser und besser wurde, war es, als wolltest du mich herausfordern. Ich war so ein Narr, ein egoistischer Narr. Und jetzt habe ich dich verloren. Für immer. Ich verzeihe dir. Du verzeihst mir? Ja, ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir alles. Ich vergeb dir, Papa. Frage ist nur, es ist ja nicht die wirkliche Fahrt jetzt gewesen, sondern nur die Prüfung, also irgendwie aus Hirn. Kopf wahrscheinlich hier das projiziert als Prüfung. Frage ist nur, ob ihr Vater selber denkt vielleicht. Schauen wir uns mal die Felsformation an. Diese Steine sehen dunkel und unheilvoll aus. Unheilsschwanger. Unheilsschwanger. Okay, gehen wir zum Turm weiter. Bevor April noch selber schwanger wird. Endlich. Ich dachte, ich würde es nie bis hierher schaffen. Na toll. Ein riesiges Tal umgibt den Turm und scheinbar führt kein Weg darunter. Prüfung Nummer 3. Ja, bevor wir Prüfung Nummer 3 angehen, werden wir wieder hier ein kleines Päuschen einlegen. Sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und bis dann.